Und nun zu einer Nachricht, welche die Region erschüttert. In der letzten Nacht ist es zu einem schrecklichen Mord gekommen. In den 20 Kilometer von Berlin entfernten Bernau wurde eine Person auf brutalste Weise umgebracht. Nach Angaben der Polizei ist die Leiche bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, weshalb eine Identifizierung noch nicht möglich war. Dennoch geht man davon aus, dass es sich um die heute Morgen als vermisst gemeldete Tochter eines ebenfalls in Bernau ansässigen Anwalts handelt. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. Was geht? Bist du zu Hause? Wo soll ich denn sonst sein? Ah, okay, ich komme gleich zu dir. Warum, was ist denn? Ja, gleich.
Ja, Max. Komm rein. Was ist los mit dir? Ich hab jemanden umgebracht. Was hast du? Guckst du keine Nachrichten? Da wurde ein Mädchen getötet und... Ja, ich hab das gemacht. Warum machst du denn sowas? Ja, das wollte ich doch nicht. Das war eigentlich nur ein Traum und... Am nächsten Morgen sehe ich das und das Mädchen, von dem ich geträumt habe, wurde wirklich getötet. Boah. Ist ja mega krass. Das ist überhaupt nicht krass. Was soll ich denn jetzt machen, verdammte Scheiße? Ich bin völlig am Arsch. Erstmal brauchst du ein Bier. Was denn für ein Bier jetzt? Bist du völlig bescheuert? Und du musst untertauchen. Du bist doch total bekifft. Wie soll ich denn verdammt mal untertauchen? Hast du dir nochmal dasselbe Auto gekauft? Was? Das habe ich schon mal gesehen. Ja, das ist die Mailbox von Marvin. Sprecht was drauf, wenn ihr wollt. Ja, das ist die Mailbox von Marvin. Ich
Ja, das ist die Mailbox von Marvin. Sprecht was drauf. Kopf runter. Er ist jetzt da. Schicken Sie ihn herein. Also setzen Sie sich. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Nein, weiß ich nicht. Haben Sie den Zeitungsartikel über einen unserer letzten Aufträge gelesen? Am Montag wurde ein 18-Jähriger von der Polizei festgenommen. Der Verdächtige soll in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Gleichaltrigen mit einer Axt ermordet haben. Vor Gericht gestand er des Weiteren den Mord an der 16-jährigen Hannah Wiekan. Dennoch plädiert die Verteidigung auf eine Strafminderung. Der Täter sei als unzurechnungsfähig eingestuft. Er gestand zwar, dass er die Morde begangen hat, betonte aber des Öfteren, dass er beim Begehen der Tat nicht als er selbst handelte. Des Weiteren war unser Mandant davon überzeugt, dass seine Taten im Zusammenhang mit einem roten PKW stehen, welcher an beiden Tatorten gesehen haben will. Ein Urteil ist abzuwarten. Irgendetwas Auffälliges? Ich fällt da nichts bei auf. Gar nichts. Wen habe ich nochmal auf einer Beacon angesetzt? Wer fährt einen roten PKW? Ach ja, das sind auch Sie. Wie kann es sein, dass Sie sich zweimal am selben Tatort blicken lassen mit Ihrem PKW? Das ist absolut stümperhaft. All die Jahre haben wir es geschafft, ohne irgendwie aufzufliegen. Und Sie setzen alles aufs Spiel? Da können Sie doch gleich zur Polizei rennen, anrufen, sagen. Ja, ich würde mich gerne selber anzeigen. Ich arbeite für einen Auftragsmörder. Das ist absolut stümperhaft. Wir garantieren unseren Kunden hundertprozentige Anonymität. Sowas passiert nicht nochmal. Hätte sie der andere Jugendliche nicht gesehen, hätten wir diesen nicht auch noch entfernen müssen. Das ist ihre letzte Chance. Ich empfehle Ihnen, mich in Zukunft nicht nochmal mit einem derartigen professionellen Verhalten zu enttäuschen. Raus hier.